Also es gibt so, ich sag mal, so einen Kahlenberger Rundschlag, nenne ich immer, so drei Themen, die also immer wieder kommen. Das ist einmal das Thema natürlich Dokumentation. Das ist ja irgendwie so Arbeitsüberlastung, das Damoklesschwert der rechtlichen Inanspruchnahme schwebt da über den Studierenden. Also das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was wirklich interessant ist, da werden ja gar nicht so viele mit konfrontiert, aber ich merke das dann auch in der Vorlesung, auch in der Interaktion, sind so freiheitsentziehende Maßnahmen, die dann stattfinden, weil das ist ja ein ganz vielschichtiges Feld. Das ist ja nicht nur die Fixierung oder das Bettgitter, was man hochmacht, sondern ganz viele Maßnahmen, die quasi in der Praxis vollzogen werden, sind tatsächlich auch als freiheitsentziehende Maßnahmen zu bewerten und bedürfen dann natürlich eines entsprechenden Rechtfertigungskonvolutes. Und das dritte, und da setzt man auch direkt an bei den Schülern, was ganz wichtig ist, zu unterrichten, ist die gesamte Delegationsproblematik. Wir sind ja in Zeiten der Personalknappheit und das wird sich ja immer mehr zuspitzen und man versucht dieses Problem neben vielen anderen Lösungsmöglichkeiten, die angezeigt sind, Personalmigration durch Aufgabenmigration zu lösen. Das heißt, man versucht Aufgaben aus dem ärztlichen Bereich auf die Pflege abzudrücken und dann versucht die Pflege ihre Aufgaben dann an Assistenzpersonal, ich will es mal so bezeichnen, weiter zu delegieren. Und da steckt natürlich ganz viel rechtlicher Sprengstoff dahinter, den man erkennen muss, um dann adäquat und richtig zu handeln und nicht in eine Haftungsfalle hineinzulaufen, die strafrechtlich wie auch zivilrechtlich in Natur sein kann.